gleich zu Hause. Das sieht vielleicht gerade ein bisschen komisch aus, aber ich teste gerade, ob ich problemlos von meinem Tisch zu meinem Regal komme, ohne dass ich mich viel bewegen muss. Aber irgendwie... irgendwie ist das gar nicht so leicht. Hier im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, da gibt es nämlich einen Raum, der ist genau so aufgebaut. Man soll ganz einfach und problemlos überall hinkommen. Wir schauen uns den mal an. Das hier ist die Sammlung des 20. Jahrhunderts im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Also hier hängen und stehen Kunstwerke aus einer Zeit, in der eure Urgroßeltern vielleicht schon gelebt haben, aber noch ganz kleine Kinder waren. Und hier gibt's auch eine Küche zu sehen. Schaut mal, da ist sie. Eine Küche in einem Museum. Entworfen wurde sie von einer ganz besonderen Architektin, Margarete Schütte-Lihotzky. Sie war eine Frau mit richtig starkem Willen. Denn sie hat vor ungefähr 100 Jahren gelebt und in dieser Zeit gab es nur sehr wenige Frauen, die als Architektinnen gearbeitet haben. Außerdem hatte Margarete ein interessantes Ziel. Sie wollte ein besseres Leben für alle, mithilfe neuer Ideen für Wohnungen. Das hatte auch einen Grund. Damals gab es immer mehr Fabriken und Menschen, die früher auf dem Land gearbeitet hatten, kamen in die Stadt, um auch dort einen Job in der Fabrik zu finden. Es wurden also sehr, sehr viele Menschen in der Stadt, aber es gab nur wenig Platz für sie. Außerdem mussten sie richtig lange arbeiten und verdienten nur sehr wenig Geld. Das bedeutet, sie hatten nur wenig Zeit, um sich um den Haushalt zu kümmern. Außerdem konnten sie sich nur kleine Wohnungen leisten oder mussten sich ihr Zuhause mit vielen anderen Leuten teilen. Dadurch konnten sich natürlich auch Krankheiten viel, viel schneller verbreiten. Da sollte sich also etwas ändern. In vielen Städten wurden deswegen viele kleinere Wohnungen gebaut, die sich auch ärmere Menschen leisten konnten und somit mussten nicht mehr alle zusammen wohnen. So wurde das auch in der großen Stadt Frankfurt am Main gemacht. Und die Küchen in diesen Wohnungen wurden von der Architektin Margarete entworfen. Und weil das eben in Frankfurt war, nennt man die Küche Frankfurter Küche. Aber was ist so besonders an dieser Küche? Das schauen wir uns mal an. Da sind einige interessante Tricks versteckt. Zum einen hat die Architektin Margarete die Küche so gestaltet, dass man nicht weit gehen muss, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Also alles ist sehr nah beieinander. Dadurch braucht die Küche wenig Platz in der Wohnung und wenn man wenig Zeit hat, kann man schneller arbeiten. Man spart sich ja so einige Wege. Ah, und apropos Wege. Vor dem Bau der Küche wurde außerdem geguckt, welche Wege man in so einem Raum sehr oft geht. Dafür hat man Zeiten gestoppt, genau beobachtet, wie man sich in Küchen verhält und analysiert. Wenn der Weg von der Box mit dem Müsli zum Schrank mit den Tellern besonders oft gegangen wurde, war klar, dieser Weg sollte kurz sein, dass Zeit gespart wird. Aber das ist nicht alles. Guckt mal, da ist so ein Brett an der Wand. Das ist ein Bügelbrett, das man ausklappen kann. So muss man das Bügelbrett nicht umherschleppen, sondern hat es direkt in der Küche. Und es ist auch noch platzsparend. Oder die Lampe. Die kann man bewegen, sodass sie immer da leuchtet, wo man gerade Licht zum Arbeiten benötigt. Man braucht dadurch also nicht viele Lampen an unterschiedlichen Stellen. Man kann diese hier einfach verschieben. Richtig gute Ideen, oder? Und jetzt schaut euch mal um. Erinnert euch die Küche an irgendwas? Vielleicht sogar an eure Küche zu Hause. Da ist ja eigentlich auch alles in so gleichfarbigen Schränken verstaut. Tja, tatsächlich ist die Küche von Margarete Schütte-Lihotzky durch die gute Ordnung und die schlauen Ideen so gut angekommen, dass unsere heutigen gar nicht so anders aussehen. Das hier war also das Urmodell der Einbauküche. Übrigens, so etwas kann man sich für sein Kinderzimmer ziemlich gut selber machen. Ihr müsst euch nur in eurer Küche umsehen, da findet ihr das Material dazu. Das probieren wir aus. Dank der Architektin Margarete Schütte-Lihotzky haben wir jetzt also gesehen, wie man Klarheit in sein Zuhause bringen kann. Und das könnt ihr auch machen, wenn ihr Lust darauf habt. Und die Dinge dafür findet ihr sogar im Hausmüll. Ihr könnt euch nämlich aus solchen Milchboxen ganz einfach ganz, ganz tolle Sachen basteln. Zum Beispiel kann man daraus so eine Stiftebox machen oder auch hier so einen Geldbeutel. Oder wenn ihr Lust auf etwas Größeres habt, dann könnt ihr euch auch so ein kleines Schränkchen basteln.
Das ist auch überhaupt nicht schwer und macht richtig viel Spaß. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man das machen kann. Ihr braucht dafür eigentlich nur einen Schuhkarton oder einen anderen alten Karton, den ihr habt. Dann braucht ihr eine Schere, einen Cutter, da unbedingt von einem Erwachsenen helfen lassen, und einen Kleber. Und wenn ihr das Ganze hier so verzieren möchtet wie da, dann könnt ihr das entweder mit Acrylfarben machen oder ihr nehmt euch Geschenkpapier, Tonpapier, alte Zeitung, ganz egal, was ihr eben zu Hause habt. Dann nehmt ihr euch so einen Karton und sucht euch das eine Rechteck hier raus. Und mitten in das Rechteck könnt ihr dann mit eurem Cutter reinschneiden. Einfach nur in die Mitte, und dann könnt ihr den Cutter auch schon wieder beiseite legen, denn den Rest könnt ihr dann einfach hier oben entlang mit der Schere ausschneiden. Wenn ihr das fertig habt, dann solltet ihr eure Milchbox erstmal nochmal sauber machen, weil teilweise da natürlich noch Reste drin sind. Und dann könnt ihr die so verzieren wie diese Boxen hier. Also hier ist zum Beispiel Geschenkpapier dran, da vorne ist es angemalt und innen drin ist ein bisschen Zeitungspapier. Schön wäre es natürlich, wenn es genauso ist wie in der Frankfurter Küche und man die Boxen hier so rausnehmen kann. Und das geht, indem ihr hier vorne auch aus verschiedenen Materialien diese kleinen Laschen ausschneidet. Also einfach aus beispielsweise Tonpapier eine gerade Lasche ausschneiden und dann hier festkleben. Für euren Karton hier könnt ihr euch dann noch Regale bauen. Da braucht ihr auch einfach nur verschiedenen Karton, den ihr auch genauso wie hier unterschiedlich bekleben könnt. Und schon habt ihr ein kleines Schränkchen fertig, das ihr ganz bunt und ganz unterschiedlich gestalten könnt. Und dann könnt ihr euch da natürlich ganz viele unterschiedliche Sachen reinlegen. Ja, und so leicht kann man Milch- und Safttüten einfach recyceln. Und ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Und ihr könnt ja jetzt auch mal zu Hause in eure Küche gucken und schauen, ob ihr da ohne viel Bewegung alles erreichen könnt. Und wenn ihr das nächste Mal im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg seid, dann guckt euch mal ganz genau um. Da gibt es nämlich noch einige Räume, die man einfach so betreten kann. Bis zum nächsten Mal.